Tag. Nu, was darf es denn Schönes sein? Ich glaube, ich bräuchte ein bisschen Hilfe mit den Weinen. Ja, also das ist so. Hier haben wir die ganzen Weine draufstehen, was man hier alles so trinken kann. Mhm. Das ist alphabetisch geordnet. Wo es rot anfängt, das sind die Rotweine, so ein bisschen als kleine Gedankenstütze. Dann haben wir hier Alkohol, Säure, Essigsäure, RZ ist Restsüße und die Beschreibung dazu. Da kann man ein kleines bisschen schon einschätzen, wo es hingeht. Ansonsten sind wir auch da und beantworten gerne die Fragen. Okay, super. Dann nehme ich gerne ein Rosé. Ein Rosé, okay, machen wir. Dankeschön. War wirklich ein super perfektes und authentisches Weinerlebnis in Radelbeul beim Goldenen Wagen und wir werden auch alle Informationen noch mal unter dieses Video linken. And today we are at Schloss Sabeltitz, which is also in the Elbland, and another perfect example of a beautiful castle and garden area that can be found here. So if you're looking for some really amazing historical monuments, it's an easy day trip outside of Dresden into the Elbland to check this out. Schloss Sabeltitz wurde 1728 ursprünglich für den Reichsgrafen Wackerbarth gebaut und es ist eines der besterhaltensten Barockstil-Systeme oder Barockstil-Gebäude hier in Sachsen. Als nächstes geht es für uns nach Radebeul, denn dort wollen wir den historischen Ortskern erkunden. Wir sind jetzt hier im Elbland im Radebeuler Zentrum. And this is a beautiful little town just outside of Dresden in the Elbland and we are going to explore a little bit. Ja, los geht's. Das war ein schöner Spaziergang durch die Altstadt von Radelbeul. Als nächstes auf dem Programmpunkt steht ein Besuch nach Moritzburg. Yes, and just like the last video of our Dresden City Festival, our time here in the Elbland is going to be stretched over about 3 days. Mm-hmm. So we want to try and pack in as much into this video as possible, but there's just so much to see and do that we can't possibly do it all in one day. Unmöglich. So Moritzburg will be our first stop tomorrow. We'll see you there. Bis morgen. It is the next day and we are still in Radebeul, but we're taking the steam train to Moritzburg. Ja, ziemlich cool. Und zwar ist diese Dampflokomotive einer von vier in Sachsen und zwei davon sind hier im Elbland unterwegs. Und die Fahrt wird so eine halbe Stunde dauern und dann sollten wir in Moritzburg ankommen. Let's go. Los geht's.
nach der Dampflokomotive legen wir jetzt die letzten Kilometer mit der Kutsche zurück. Hier sehen Sie, das sind die zwei Hochzeitspferde vom Chef, die ziehen sonst die Hochzeitskutsche. Wir machen jetzt eine sehr, sehr schöne Runde. Wird Ihnen bestimmt gefallen. Ich fahre jetzt los. Dankeschön. Komm. After a delicious lunch, we have made it here to the Moritzburg Castle, and we actually flew over this castle in a hot air balloon just last week in our Dresden activities video. If you haven't seen that, go and check out Visit Dresden's page in our activity video, which is linked just right here. Das Moritzburg Schloss ist eines der meisten fotografierten und der Highlights des Elblands und auch von Dresden super einfach zu erreichen. Also ihr könnt es locker, wenn ihr in Dresden zu Besuch seid, für einen Tagesausflug besuchen. Perfect. We are in the middle of the Moritzburg Castle, and from what I understand, it used to be sort of like a hunting lodge, and I really have no idea why. No idea. Okay, Spaß beiseite. Natürlich war dieses Schloss in der Tat ein Jagd- und Lustschloss für die sächsische Königsfamilie. Indeed, and it's not just about the surrounding area, it's also the beauty and the interest here inside of the castle. There are some amazing artifacts and some really interesting stories. I suggest when you come here to get an audio guide, either in German or English, because there is a lot of really cool facts about all the stuff in this castle. Yeah. Und heute Abend haben wir, glaube ich, noch ein ziemlich besonderes Abendessen auf dem Programm. Yeah, we've got a really special dinner planned back in Ratheboil, so we're very much looking forward to that. I think it's going to be delicious and shows a bit of the culinary delights here in the Elbland. Ja, und ich habe auch schon Hunger. Wir haben gerade unser Abendessen hier am Atelier Sanssouci beendet und es war unglaublich, super, super lecker und etwas sehr Besonderes, was total gut passt, weil unser ganzer Trip hier im Elbland auch total besonders war und es der letzte Abend war.
What a perfect way to end the Elbland video. Thank you so much for saying that in German. I do understand a little bit of what Nelly is saying, and I can full-heartedly agree that this is the perfect end to the Elbland video and to the Dresden series in total. Now, my name is Greg and this is Nelly, and we've been taking over the Visit Dresden YouTube channel for the last 3 weeks. It's been fantastic. If you haven't seen the other 5 videos that we produced, they're linked just right up here, and be sure to go and check those out. But it has been such a good experience here in Dresden. We're semi-sad to say goodbye. Yeah, it's on to the next adventures for us. But yeah, that has been such a good experience. Vielen Dank fürs Reinschalten. Thank you so much for watching, and be sure to tune in for the next one. Tschüss!